Mein Wirtshaus. Gut essen und trinken im Allgäu. Präsentiert vom Allgäuer Brauhaus. Allgäuer Brauhaus. Brautradition aus Kempten. Hier im Storchennest in Kempten wird bayerische Gemütlichkeit großgeschrieben. Bei schönem Wetter lädt die Sonnenterrasse im ruhigen Hinterhof zum Verweilen ein. Sowohl die großen als auch die kleinen Gäste werden in der Speisekarte schnell fündig. Deren Vielfalt von deftig bis leicht zeichnet das Restaurant aus. Also eine unserer Besonderheiten oder unserer Stärken ist natürlich unsere deftige, rustikale Küche. Aus dem Ursprung kommen wir eigentlich. Wir waren sehr schwäbisch, bayerisch, allgäuerisch angehaucht. Wir haben unheimlich viele Gäste, die also diese deftige Küche lieben. Schön mit Bratkartoffeln, schönes Stück Fleisch. Dann auch natürlich die typische schwäbische Küche wie Kässpatzen, wie Maultaschen. Und was man natürlich dazu nimmt, das ist also gerade für die Damenwelt ein bisschen leicht mediterran, manchmal ein bisschen asiatisch oder ich nenne es oft einmal die frische Sommerküche. Falls das Wetter einmal nicht mitspielt, können sich die Gäste natürlich auch in das Nestinnere zurückziehen. In der Küche bereitet Rüdiger Preschel gerade mit seinem Lehrling zwei Gerichte zu. Das Storchennest ist zwar seit 27 Jahren ein Familienbetrieb, dennoch bildet er immer wieder aus. Wir haben also relativ viele Auszubildende, weil ich das einfach wichtig finde, dass wir auch einen guten Nachwuchs bekommen. Deswegen legen wir sehr großen Wert auf Ausbildung. Die zwei Gerichte sind typisch für die Spannweite von rustikal bis mediterran. Ja, das deftigere Gericht, das ist so der Renner bei unserer Männerwelt. Das ist ein richtig schöner Schweinenackensteak gegrillt mit Speck, mit Zwiebeln, Spiegelei obendrauf und dann richtig schöne knusprige Bratkartoffeln dazu und natürlich die Dunkelbiersoße, die das Gericht dann abrundet. Das zweite Gericht sind Schweinefiletspitzen an sommerlichem Gemüse, garniert mit Granatapfelkernen. In den nächsten Monaten wird Rüdiger Preschel solche Speisen verstärkt anbieten, denn schließlich ist bald Sommer. Dann geht es auch so langsam los mit Pilzgerichte und dann lege ich natürlich Wert darauf, dass man ein bisschen eine leichtere, frische Sommerküche hat. Das heißt auch Fische zum Beispiel aus dem Bodensee oder sehr viel im mediterranen Bereich, also sehr viel mit Gemüse, auch Pasta. Das ist was, das ganz sicher auf die Sommerkarte kommt. Natürlich so Sachen wie Mozzarella. Wir sind zwar kein Italiener, aber das muss man einfach haben und den möglichst vielleicht Büffelmozzarella, der es noch einen tollen Geschmack hat. Den tollen Geschmack kann man im Storchennest fast jeden Tag genießen. Ab Juni ist es an Sonn- und Feiertagen geschlossen, sonst täglich von 10 bis 24 Uhr geöffnet. Mein Wirtshaus. Gut essen und trinken im Allgäu. Präsentiert vom Allgäuer Brauhaus. Allgäuer Brauhaus. Brautradition aus Kempten.